Moin Moin aus Hamburg zu einer neuen Folge von Transfermarkt TV. Na klar, schauen wir gleich zu Beginn unserer heutigen Sendung nochmal zurück auf den 30. Bundesligaspieltag, der seit gestern Abend sehr komplettiert wurde mit einem kuriosen Spiel zwischen Mainz und Freiburg. Mit diesem Videobeweis, der die Freiburger nochmal zurückholte aus der Kabine kurz vor dem Halbzeitpfiff. Also das war schon krass. 2-0 hat Mainz am Ende gewonnen gegen Freiburg und damit den ersten FC Köln und den Hamburger SV ein großes Stück näher rangeschossen an die zweite Fußball-Bundesliga. 4 Spieltage sind es noch. Köln hat jetzt einen Rückstand von 9 Punkten auf den Relegationsplatz 16 und beim HSV sind es 8 Zähler. Das klingt nach einer Herkulesaufgabe und nach einer, die in der Geschichte der Bundesliga in dieser Ausprägung eigentlich noch nie gelöst wurde. Seit Bestehen der 3-Punkte-Regel haben es gerade einmal 2 Vereine geschafft, sich zu retten, die am 30. Spieltag oder nach dem 30. Spieltag Tabellenletzter waren. Es war einerseits Borussia Mönchengladbach in der Saison 2010-2011, 18. mit 26 Punkten nach 30 Spieltagen, 3 Punkte Rückstand auf Platz 16 über die Relegation. Hat das Team, damals trainiert von Lucien Favre, es dann doch geschafft. Und der VfB Stuttgart in der Saison 2014-15 nach dem 30. Spieltag 18. mit 27 Punkten. Da war es aber nur 1 Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz. Am Ende sprang sogar der 14. Tabellenplatz heraus. Und natürlich haben wir auch an diesem Spieltag die Auswertung des Expertentipps für euch. Mats Hummels war dran mit seinen Ideen für die Ergebnisse. Der Innenverteidiger des FC Bayern hat getippt und er hat das sehr erfolgreich getan. Insgesamt 47 Punkte hat der deutsche Nationalspieler geholt. Er lag nur bei den Partien Wolfsburg gegen Augsburg und Schalke gegen den BVB daneben. Sonst hat er viel, viel Grün da auf der Anzeigetafel. 47 Punkte, das zweitbeste Saisonergebnis aller Experten. Nur Peter Niemeyer war einen Punkt besser als Mats Hummels. Und ihr habt abgestimmt, wer gehört in die Elf des 30. Spieltags. Auch da schauen wir drauf. Im Tor steht Ralf Fährmann, der ein erfolgreiches Revierderby bestritten hat, ist zum 4. Mal mit dabei. Schauen wir auf die Viererkette. Niklas Moisander von Werder Bremen ist zum 1. Mal mit dabei. Naldo von Schalke 04 gar zum 6. Mal. Joshua Kimmich führt übrigens die Liste der meistgewählten Spieler in die Top 11 an. Sein 12. Mal, dass er mit dabei ist. David Alaba zum 4. Mal. Das Dreier-Mittelfeld besteht aus Julian Brandt, Thiago und Daniel Caligiuri, der auch ein gutes Derby gespielt hat. Zum 2. Mal ist er in der Top 11 mit dabei. Vorne auf links Serge Gnabry, überragendes Spiel gegen den HSV, nicht nur aufgrund seines Führungstreffers. Dann haben wir Kevin Volland für Bayer Leverkusen und vorne Sandro Wagner nach seinem Doppelpack gegen Borussia Mönchengladbach. Auch er zum 2. Mal in der Top 11 mit dabei. Der Trainer der Woche ist Domenico Tedesco. Wir schauen auf unseren heutigen News-Ticker, weil er eine fällige Ablösesumme von knapp 1 Million Euro nach der Leihe von Ismaël Jataï zu spät an den französischen Club FC Sochaux überwies, wurde der Schweizer Verein FC Sion von der UEFA für eine Saison von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Sion dürfte damit nicht Europa League oder Champions League spielen, sollte die Qualifikation in den nächsten 2 Spielzeiten gelingen. Der Ex-Bundesligaspieler Bas Dost hat seinen Rücktritt aus der niederländischen Nationalmannschaft verkündet. Er sei in der Elftal ein anderer Spieler. Es funktioniere einfach nicht. Dost kommt auf 18 Länderspieleinsätze für sein Land und erzielte dabei einen Treffer. Entgegen verschiedener Medienberichte soll Borussia Dortmund noch keine finale Entscheidung in der Trainerfrage getroffen haben. Der BVB-Mediendirektor Sascha Fligge dementierte gegenüber der dpa Berichte der Bild, wonach eine Trennung von Peter Stöger zum Saisonende bereits beschlossene Sache sei. Und Europas Fußballligen haben sich gegen eine Aufstockung der Teilnehmerzahl von 32 auf 48 Teams schon ab der WM 2022 in Katar ausgesprochen. Eine entsprechende Anregung war vom südamerikanischen Fußballverband ausgegangen. Fest steht, dass das Teilnehmerfeld ab 2026 auf 48 Teams aufgestockt wird.
Seit letzter Woche steht fest, die Wolverhampton Wanderers stehen als erster Aufsteiger in die Premier League für die kommende Saison fest. Herzlichen Glückwunsch nach Wolverhampton, die wirklich von Beginn an die zweite englische Liga dominiert haben. Wir schauen auf den Tabellenausschnitt, wie er sich momentan darstellt nach 43 von 46 Spieltagen in der Championship. Die Wolves ganz oben mit 95 Punkten, also da sind tatsächlich die 100 Punkte in dieser Saison sogar noch drin. Und die Wolverhampton Wanderers haben den besten Angriff der Liga. Stand jetzt 78 Saisontore. Tja, und der Verein hat in den letzten Jahren ja eine echte Achterbahnfahrt hingelegt. In der Saison 2011-2012 spielte der Club ja noch in der Premier League, stieg dann aber zweimal in Folge ab und fand sich ganz plötzlich in der League One, also in der dritten englischen Liga, wieder. 2014 gelang der Wiederaufstieg in die Championship und nun also der Schritt komplett zurück in die höchste englische Spielklasse. Die Wolverhampton Wanderers sind ja ein echter Traditionsverein, Gründungsmitglied der Football League, dreimal englischer Meister, viermal FA Cup-Sieger, das alles aber vor 1960. Aber da steckt schon ganz viel Tradition rund um das Molineux Stadium. Aber, und das gehört auch dazu, hinter dem aktuellen Aufschwung des Vereins steckt viel, viel Geld. Seit 2016 gehört der Club dem chinesischen Mischkonzern Fosun International, der reichlich Money für neue Spieler bereitgestellt hat, knapp 25 Millionen Euro insgesamt. Aber die Verantwortlichen hatten eben auch ein gutes Händchen, zum Beispiel bei der Trainerwahl. Da hat sich der Verein nämlich für Nuno Espirito Santo entschieden, einen Portugiesen, der in der letzten Saison noch Trainer des FC Porto war. Und der hat reichlich Landsmänner oder zumindest Spieler, die Portugiesisch sprechen, so wie er, mit ins Boot geholt. Jungs, die zuvor teilweise bereits Champions League gespielt hatten. Insgesamt kamen 7 Spieler aus der Liga NOSH vor der Saison nach Wolverhampton. Tja, und dann wollen wir, um das Ganze abzurunden, mal auf die Leistungsträger des Vereins blicken, auf Spieler, auf die sich die Premier League in der kommenden Saison durchaus freuen kann. Ruben Neves zum Beispiel, erst 21 Jahre alt, der Stratege im Mittelfeld, aber der strahlt schon eine unglaubliche Ruhe und Routine aus. Dazu hat er eine fantastische Schusstechnik. Der hat sein Profidebüt bereits mit 17 Jahren gegeben, wurde ja ausgebildet beim FC Porto. Und er kennt eben den Trainer gut, hat mit ihm lange zusammengearbeitet und wird aktuell ja umworben von einigen Premier League Teams. Und Ruben Neves, der junge Portugiese, hat sich dazu auch schon geäußert im Guardian. Ich bin glücklich hier und wenn es möglich ist, möchte ich für mein erstes Jahr in der Premier League hier bleiben. Ehrlich gesagt liebe ich es, hier zu spielen. Ich liebe die Jungs und ich bin sehr glücklich zu bleiben. Also da können sich die Wolverhampton Wanderers berechtigte Hoffnungen machen, diesen Ruben Neves zu halten. Und die Wolves haben ja in dieser Saison besonders mit ihrer brutal starken Offensivabteilung geglänzt. Und wir schauen jetzt auf die 3 Schlüsselspieler vorne, die für mehr als die Hälfte der 78 Saisontore verantwortlich waren. Schauen wir zunächst auf Diogo Jota. Auch mit ihm arbeitete Nuno Espirito Santo schon beim FC Porto zusammen. Der spielt eine überragende Saison und spielt die gegnerischen Verteidiger reihenweise schwindlig. 16 Saisontore. Die Wolves werden ihn im Sommer fix verpflichten für 14 Millionen Euro. Momentan ist er ja noch ausgeliehen von Atletico Madrid. Leo Bonatini, 24 Jahre alt, Brasilianer. Der war gerade in der Hinrunde ganz stark, ist ein klassischer Strafraumstürmer. Auch er hat seine Karriere in Europa in der Liga NOSH begonnen. Er wurde vom Club Hilal aus Saudi-Arabien für diese Saison ausgeliehen. Auch da muss man ja erstmal drauf kommen, so einen Jungen in die Championship zu holen. Und zu guter Letzt Ivan Cavalheiro, Außenstürmer, auch er 24 Jahre alt, ein Portugiese, kommt aus der Jugend von Benfica Lissabon und ist nicht nur ein guter Torjäger, sondern auch ein fantastischer Torvorbereiter. Neben 9 Toren, die er selbst gemacht hat, hat er 12 weitere aufgelegt. Er ist der einzige der vorgestellten Spieler, der schon in der letzten Saison für die Wolverhampton Wanderers spielte.
Wir haben heute eine vollgepackte Gerüchteküche für euch und starten gleich mal in der Bundesliga beim VfB Stuttgart. Dort hat nämlich der Sportvorstand Michael Reschke ein ganz interessantes Interview gegeben gegenüber dem Kicker. Und er hat unter anderem Folgendes gesagt: Gehen Sie davon aus, dass wir in der kommenden Transferperiode den einen oder anderen interessanten jungen Spieler verpflichten. Es wird uns gelingen. In diesem Zusammenhang fällt immer wieder der Name Sebastian Rudi, obwohl der gar nicht mehr so jung ist. Der 28-Jährige kommt aus der Jugend des VfB und gehört beim FC Bayern, aber derzeit nicht mehr zum Stammpersonal. Wechselwahrscheinlichkeit 17% steigend. Dazu haben wir auch ein User-Zitat von euch, von Meisterschütze. Qualitativ wäre das ein riesiger Transfer für unseren VfB. Bringt Qualitäten rein, die aktuell im Mittelfeld noch komplett abgehen. Aber wäre das überhaupt finanzierbar? Was soll er bei den Bayern denn aktuell verdienen? Ist er überhaupt für eine einstellige Millionenablöse verfügbar? All das sind Fragen, die sich möglicherweise auch Michael Reschke stellt oder stellen muss. Er hat zu diesem Thema, zur Personalie Rudi oder zu einem Transfer von FC Bayern gesagt, dass das natürlich grundsätzlich immer schwierig ist. Machen wir aber mal weiter mit dem nächsten Gerücht. Anthony Martial, der soll mit seiner Situation bei Manchester United ja derzeit wirklich unzufrieden sein und möchte den Verein im Sommer ganz gerne verlassen. So munkelt man. Laut Sportbild ist neben Juve, PSG und dem FC Arsenal nun auch der FC Bayern München am französischen Stürmer interessiert. Wechselwahrscheinlichkeit 14% steigend, auch dazu ein User-Zitat von Tommy 010280. Martial wäre eine Top-Lösung und mit Franzosen haben wir meistens Glück gehabt und er würde sich schnell einleben, dank Tolisso, Coman und Ribéry, wenn dieser dann noch da ist. Wäre eine der Top-Lösungen, meiner Meinung nach. Und wir haben ein weiteres Gerücht, ein Doppelgerücht aus der Fußball-Bundesliga für euch. Laut der Bild-Zeitung soll Hertha BSC Berlin angleich zwei Profis vom 1. FC Köln Interesse haben. Mit dem Rechtsverteidiger Lukas Klünter soll es bereits ein erstes Treffen gegeben haben. Außerdem ist Hertha-Trainer Pal Dardai ein Fan des Kolumbianers John Córdoba aufgrund seiner körperbetonten Spielweise. Die beiden Spieler sind derzeit zusammen 10 Millionen Euro wert. Die Liste der Vereine, die ein Auge auf das brasilianische Top-Talent Paulinho geworfen haben, wird immer länger. Gleich drei europäische Top-Clubs sollen sich mit einer Verpflichtung des 17-jährigen Offensivmanns von Vasco da Gama beschäftigen. Manchester City, Paris Saint-Germain und Atletico Madrid. Und Youngster Jack Grealish spielt mit seinem Club Aston Villa um den Aufstieg in die Premier League. Sollte das Projekt scheitern, würde wohl Leicester City parat stehen, um den 22-Jährigen abzuwerben. Der Kostenpunkt läge laut Mirror wohl jenseits der 20-Millionen-Euro-Marke. Grealish hat bei Villa noch einen Vertrag bis 2020. Also, Jack Grealish könnte möglicherweise in die Premier League wechseln, könnte auch ein teures Vergnügen werden für Leicester City. Grealish könnte einer der teuersten Spieler werden, die aus der Championship in die Premier League wechseln, wenn es denn zu einem Transfer kommt. Und das führt uns zu unserer heutigen Statistik des Tages. Wer sind denn die teuersten Spieler, die aus der Championship in die Premier League wechselten? Auf der 5 Chris Woods. In der Saison 17-18, also vor dieser Saison, wechselte er für 16,4 Millionen Euro von Leeds United zum FC Burnley. Auf der 4 Darren Bent. Schon vor über 10 Jahren wechselte er für eine satte Ablösesumme von knapp 25 Millionen Euro von Charlton Athletic zu Tottenham. Auf der 3 Jorginho Wijnaldum, abgestiegen 2016 mit Newcastle United, dann gewechselt zum FC Liverpool für über 27 Millionen Euro. Noch teurer war Jordan Pickford im vergangenen Sommer. Er wechselte vom Absteiger AFC Sunderland zum FC Everton und ganz oben Moussa Sissoko, ebenfalls von Newcastle United zu Tottenham Hotspur. 35 Millionen Euro. Die Ablösesummen ganz anders, als das in Deutschland in der zweiten und ersten Bundesliga der Fall ist, von den Ablösesummen her. Kleine Randnotiz, abgesehen von Chris Wood, der tatsächlich vor seinem Wechsel zu Burnley in der Championship spielte, ging den anderen 4 Wechseln jeweils ein Premier League-Abstieg der jeweiligen Vereine voraus. Das war Transfermarkt TV für heute. Morgen geht's hier natürlich weiter und wir blicken zum Abschluss in die russische Premier Liga. Dort steht Lokomotiv Moskau nämlich vor dem ersten Meistertitel seit 14 Jahren. Am Wochenende gab es im Derby gegen Aufsteiger Dynamo Moskau einen klaren 4:0 Auswärtssieg. Unter anderem war da auch der Ex-Bundesligaspieler Jefferson Fafan erfolgreich. Schaut mal rein. Bis morgen. Tschüss.